Ich habe nicht den Eindruck, dass unsere Sicherheitsbehörden sich durch breitflächige Rechtsbrüche auszeichnen. Wir sind der Auffassung, dass die Bedrohung der Menschen wahrlich nicht von den Sicherheitsbehörden ausgeht, sondern vom islamistischen Terrorismus. Und wir sind den Sicherheitsbehörden außerordentlich dankbar, dass sie in Deutschland hier in den vergangenen Jahren so gut vorgebeugt haben.